Hi. Lass uns mal ein bisschen über Dinge reden, die in unserem Kopf vorgehen. Für mich sieht es so aus, Gehirnforscher, Wissenschaftler mögen mich gerne widerlegen. Aber ich erlebe es so, was unser Gehirn, unseren Kopf betrifft, scheinen wir tatsächlich eine Art gemeinsame Grundausstattung zu haben. So ein ganz universelles Modell. Nicht nur, dass möglicherweise alle Menschen auf der Erde das zumindest ähnlich haben, natürlich immer mit kleinen Unterschieden, sondern dass das auch Jahrhunderte zurückgeht, dass schon vielleicht sogar die Menschen vor 2000 oder 2500 Jahren so eine Art Grundausstattung im Kopf hatten. Was meine ich jetzt damit? Es sieht so aus, als ob wir Gefühle haben können, die alle Menschen haben. Also egal, ob sie in einem Heimatland leben oder an einem anderen Fleck in Europa oder in Afrika oder in Südamerika oder in China oder in Russland. Und auch egal, ob sie jetzt wie ich Anfang der 50er Jahre geboren wurden oder jetzt gerade 18 oder 20 Jahre alt werden oder vielleicht im 14., 15., 16. Jahrhundert oder vielleicht sogar als alte Römer vor der Geburt von Jesus Christus etc. Und natürlich auch in Arabien oder keine Ahnung. Von was spreche ich? Also das, was wir offensichtlich alle haben müssen, weil wir uns sonst ja nicht fortpflanzen können. Das ist so etwas wie Liebe. Gut, wir haben es geschafft, dass wir auch uns fortpflanzen, ohne dass die Liebe im Spiel ist. Aber im Großen und Ganzen, Liebe scheint doch, denke ich mir, etwas zu sein, wozu der Mensch in der Regel fähig ist, wenn er nicht gerade sehr, sehr krank ist. Also wenn nicht die Anlage, die er in sich getragen hat, entweder verkümmert ist oder brutal zerstört worden ist, dann haben wir Liebe. Ja, keine Sorge, ich mache jetzt kein Gesülze hier, keine Rosemarie Pilcher oder was. Ich komme schon noch zu anderen Dingen auch. Also das scheint es weltweit zu geben, das Phänomen. Wird auch weltweit mit Füßen getreten. Und es scheint es auch über viele Jahrhunderte hinweg gegeben zu haben. Soweit die Geschichtsschreibung reicht. Ich sage es gerne nochmal, ich lasse mich gerne belehren, auch von Geschichtswissenschaftlern. Ich lerne auch gern dazu. Aber selbst wenn es da Ausnahmen gibt, dann sind das vermutlich die Ausnahmen, die die Regel bestätigen. Okay, was haben wir noch außer Liebe? Wir haben das Gegenteil, nämlich den Hass. Den abgrundtiefen Hass. Da muss ich jetzt für die jungen Menschen was dazu sagen. Das Wort Hass
ich sehe da so eine so eine Abwertung des Begriffes Hass. Weil, ich weiß nicht, in den letzten 10 oder 20 Jahren oder wann auch immer, wenn ich Jugendliche reden habe, ja, dann gab es immer nur, ich mag was oder ich hasse es. Also diese, ich mag was und ich mag was nicht. Oder ich finde was okay oder ich finde was nicht okay. Oder ich stehe auf was, ich stehe auf etwas nicht so sehr. Oder das ist mein Fall und das ist nicht mein Fall. Diese ganzen Geschichten, die höre ich gar nicht mehr. Ist jetzt natürlich ein bisschen übertrieben und provokativ, aber es ist mir aufgefallen im Sprachgebrauch. Es heißt immer nur noch, ich hasse, ich hasse. Auch im Facebook, im Internet, auf Twitter, ich hasse. Die Leute hassen sofort die einfachsten Dinge. Ich hasse diese Farbe. Ich hasse dieses Lied. Ich hasse diesen Schauspieler. Ich hasse die, die gegen das Rauchen sind. Ich hasse die Vegetarier. Ich hasse die Fleischfresser. Es wird nur noch gehasst. Also wenn ich jetzt von Hass spreche, dann geht es nicht um solche Lappalien. Wo man, denke ich, schon mal ein bisschen liebevoller mit der Sprache umgehen sollte. Ein bisschen differenzierter. Dann geht es nicht um diese Lappalien, sondern dann geht es um den abgrundtiefen Hass. Und der scheint auch in jedem Menschen irgendwo installiert zu sein. In allen Kulturen und zu allen Zeiten. Ausnahmen mögen die Regel bestätigen. Ich bin da nicht umfassend genug im Bilde und gebildet. Was haben wir noch? Freude haben wir. Aber da haben wir zwei Sorten. Ich freue mich über etwas. Ich freue mich mit irgendjemandem. Oder aber ich habe Schadenfreude. Ich freue mich, weil ein anderer irgendwie ein Unglück erlebt, Pech hat, sich dumm anstellt, Misserfolg hat. Schadenfreude. Dann, ja, Rachsucht. Da ist irgendjemand, der hat in unseren Augen oder in meinen Augen Mist gebaut, hat mir wehgetan, hat mich verletzt, hat mich gekränkt. Und jetzt sinne ich nach Rache. Ich habe unter ihm gelitten, jetzt soll er auch leiden. Völlig unabhängig davon, ob uns das beiden irgendwas bringen kann, er soll jetzt mal leiden, weil ich auch gelitten habe. So, warum labere ich über diese ganzen Gefühle? Ich nenne es jetzt mal Gefühle. Möglicherweise auch den Sprachgebrauch. Unterbewusstsein. Was ich jetzt damit in Zusammenhang bringen würde, auch da weiß ich nicht, ob ich da in der Schulwissenschaft unterwegs bin, ob da die Philosophen, die Psychologen, hauptsächlich die Psychologen natürlich, mit mir eins gehen. Also das hat man ja dauernd, dass selbst in der Wissenschaft ganz bestimmte Begriffe von Professoren und Doktoren und Nobelpreisträgern erst immer genau definiert werden müssen, weil
die Bedeutung ja von vornherein nicht klar ist. Und weil es wirklich Wissenschaftler gibt, offensichtlich, die den einen Begriff so verwenden und die anderen verwenden ihn so, weil nur so ihre Ansicht einen Sinn macht und erklärbar ist und sie auch von anderen unterschieden werden kann. Also Gefühle. Was ist jetzt damit? Müssen wir uns einfach damit zurechtfinden schon, aber abfinden, müssen wir uns damit abfinden? Naja, das Gefühl habe ich halt. Das Schlimmste sind ja dann die Phobien, weil da kann man sich offensichtlich schon mal überhaupt nicht wehren. Wenn jemand eine Spinnenphobie hat, dann hat er die. Da kannst du nicht hingehen und sagen, komm, die kleine Spinne, die hat selbst Schiss, die rennt um ihr Leben, die hat Angst, die lebt ein komplettes Leben in der Angst, im nächsten Moment von irgendjemandem totgetreten zu werden oder totgebissen oder was weiß ich, was die für natürliche Feinde noch hat, außer den Menschen. Außer einem mit Spinnenphobie oder halt irgendeinem, der sich keine Gedanken macht, wenn er mal so eine kleine dumme Spinne, die auch noch hässlich ist, in seinen Augen wohlgemerkt, einfach zertritt, gedankenlos. Sich nicht überlegt, dass das vielleicht auch ein Lebewesen ist, das leidensfähig ist, das leiden kann und das vielleicht leben möchte oder wie auch immer. Also Phobie ist natürlich das ganz große Problem, weil da muss dann schon echt der Psychologe ran und eine große Therapie ran und dann geht da hoffentlich was. Aber das zeigt uns schon, dass wir solchen Gefühlen unterschiedlich ausgesetzt und ausgeliefert sind. Zeigt uns aber auch, dass man was machen kann. Das große Problem ist bei den Gefühlen allerdings, das geht nicht so schnell. Wenn ich jetzt zum Beispiel mich entscheiden soll, fahre ich weiter diese Spur oder gehe ich in die linke, dann überlege ich kurz, was macht Sinn. Ach, es macht Sinn, links rüber zu gehen, weil ich muss bei der nächsten links abbiegen. Und dann bin ich schon mal in der richtigen Spur. Und schau, zack, zack, bin ich abgebogen. Innerhalb von Minisekunden treffe ich zum Beispiel jetzt auch die Entscheidung, ich bremse mal, weil die Ampel ist auf Rot gesprungen und es wäre erstens gefährlich, könnte ein Unfall entstehen, könnte auch die Polizei gucken und mir Geld abnehmen, was jetzt für mich nicht der relevante Gedanke ist, sondern mehr der Gedanke, mache ich da was Sinnvolles, wenn ich bremse, damit ich keinen Unfall baue und die anderen Verkehrsteilnehmer nicht unnötig gefährde. Und zack, stehe ich. Das ist bewusstes Denken und Handeln. Hat einen riesen Vorteil. Ja. Geht relativ schnell. Wobei jetzt zum Beispiel das Halten, wenn eine Ampel auf Rot umspringt, da muss ich gar nicht mehr bewusst nachdenken. Das läuft auch schon halb antrainiert, ansozialisiert, instinktiv, wie auch immer. Also es läuft schon in so einer unbewussten Schleife. Ich warf hier, ich erzähle hier, ich rede hier und ich könnte ja nicht hier in das Video sprechen, wenn nicht im Wesentlichen meine Autofahrerei automatisiert wäre. Wenn ich nicht sagen könnte, okay, ich konzentriere mich zwar drauf, aber so die wichtigsten Sachen, wie halten an einer roten Ampel oder Spur wechseln, die laufen ja fast automatisch. Gut, muss ich in den Rückspiegel schauen, dass
dass da alles klar geht, aber läuft fast automatisch. Ja. Natürlich geht mir ein bisschen Aufmerksamkeit ab. Das heißt, ich muss mich doppelt so arg konzentrieren, als ich vermutlich normal mich konzentrieren würde, weil ich eben zwei Dinge gleichzeitig mache, Autofahren und Labern. Aber macht, im Prinzip machen das Millionen, Milliarden von Autofahrern, dass sie Auto fahren und gleichzeitig eine Radiosendung hören und drauf hören, was sagt der Nachrichtensprecher, wie ist die Verkehrslage, komme ich durch, ist ein Stau oder man unterhält sich mit Freunden und Bekannten. Also sind wir so gewohnt. Mit den Gefühlen ist es problematischer. Ja. Wenn ich so eine Unsicherheit in der Magengegend verspüre, dann kann ich nicht sagen, okay, komm, verschwinde und tschüss, ich will dich nicht haben, ich will dich nicht sehen, du langweilst mich. Sondern dann kann es sein, dass mich diese Geschichte im Magen länger beschäftigt. Gefühle sind also nicht ganz so einfach zu handeln. Und dennoch, jetzt ging es eigentlich erst richtig los, das Thema, muss ich es jetzt mit einem schnellen Ende abschließen, weil ich zu Hause bin. Dennoch müssen wir mit unseren Gefühlen arbeiten. Und das macht den sogenannten, ich will jetzt hier nicht überheblich werden und keine großen Töne spucken, aber das macht den sogenannten kultivierten Menschen möglicherweise aus. Und das macht vor allen Dingen auch das Tier. Wir sind ja Tiere, die Menschen, Säugetiere. Den großen Unterschied zwischen uns Säugetieren und allen anderen Säugetieren und auch den anderen Lebewesen aus, dass wir, ja, ich nenne es jetzt mal ganz großkotzig, diese Kultur entwickelt haben, unsere Gefühle zu beeinflussen. Durch Lernen, durch Trainieren, durch Erziehung, durch Sozialisation, durch unsere Umwelt, durch die Medien und alles, was uns so beeinflusst, trainieren wir das. Und die Frage, die wir jetzt aber klären müssen, wann ist diese Beeinflussung zu unseren Gunsten? Das muss nicht sein, dass man deswegen jetzt total egoistisch wird und sagt, das will ich alles nur so beeinflussen, dass das für mich passt. Wenn für mich der Hass passt, dann ist es gut. Dann sollen die anderen mit meinem Hass leben. Oder wird es beeinflusst durch die Leute, die die Möglichkeit haben, uns zu beeinflussen. Und die beeinflussen es aber in ihrem Interesse, dass wir die Marionetten werden, dass wir mitmarschieren, dass wir auf sie hören, dass wir Beifall klatschen, weil sie uns beigebracht haben, ein gutes Gefühl zu haben, in dem Moment, wo sie sagen, du bist ein anständiger Kerl, du bist ein netter Kerl, du bist sympathisch, du gehörst zu uns, du bist ein guter Kamerad, du kannst Treue halten, du kannst das Vaterland notfalls retten mit der Waffe in der Hand, weil du hast ein Heimatgefühl und, bla bla bla. Also worauf ich hinaus will ist, denk mal drüber nach, wie das mit deinen Gefühlen so ist. A, beherrschen sie dich? Bist du der Sklave deiner Gefühle? Musst du hassen, weil deine Gefühle das so wollen, obwohl das anstrengend ist und dir gar nichts bringt und dir unnötig Feinde schafft und dann wieder Ängste, weil die Feinde eventuell dich nicht in Ruhe lassen? Bist du
Herr deines eigenen Ichs oder bestimmen deine Gefühle dich so, dass du nur noch dich rumkommentieren lässt, nur noch machst, was die sagen? Und sind es wirklich die Gefühle, die so automatisch zu dir gehören, die du willst, oder hat man dir da was reingedrückt? Hat dir da deine Umwelt irgendwas reingedrückt und du hast es nicht gemerkt oder nicht registriert oder nicht erkannt? Und jetzt bist du eine Marionette, weil du über deine Gefühlswelt das machst, was die Umwelt von dir verlangt. Ja, kann man mal drüber nachdenken. In sich hineinhorchen, sich erforschen, sich hinterfragen. Es lohnt sich immer, sich zu hinterfragen. Und dann, wenn man feststellt, das sind eine Menge Gefühle, die man eigentlich gar nicht will. Man will gar nicht so eifersüchtig sein, wie man ist, weil es ja gar nichts bringt. Liebe kann man nicht erzwingen, hat keinen Zweck. Entweder man wird freiwillig geliebt oder man muss irgendwie es schaffen, zu akzeptieren. Ich habe es nicht drauf, eine Person so verliebt in mich zu machen, dass die auch wirklich bei mir bleibt. Ich bin nicht attraktiv genug. Oder aber ich bin schon attraktiv genug, aber diese Frau sucht andere Attraktivitäten, oder sie erkennt meine Attraktivität gar nicht, oder sie überschätzt sich und denkt, ach, der Schoßhund bleibt bei mir, da kann ich noch mich woanders umschauen, bla 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 bla. Also reinschauen in die Gefühle, gucken, was brauche ich davon, was brauche ich nicht davon. Denn ich meine, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ich feststelle, ich bin versklavt. Es reicht schon, dass ich in dem Leben, das ich lebe, genügend Sklaventreiber habe, ob das jetzt mein Chef ist oder mein Lehrer ist oder möglicherweise auch mein Partner oder meine Eltern. Das reicht schon. Da muss ich doch nicht auch noch durch meine Gefühle versklavt werden. Gefühle, ja, aber die sollen mir nützen, die sollen mir helfen. Oder und tschüss.